Der Seniorenprotest von Berlin-Pankow, er machte bundesweit Schlagzeilen. Die Rentner wollen ihren Treff nicht räumen. Seit 2 Monaten besetzen sie die Villa. Das Haus müsste saniert werden. Der Bezirk will aber lieber verkaufen. Die Hausbesetzer kämpfen unverdrossen weiter. Heute Abend gab es Hoffnung im Bezirksparlament durch einen Antrag der SPD. Es ging oft sehr laut zu in der Diskussion um die Stille Straße. Eine Vertreterin der Besetzer-Senioren hatte Rederecht. Der Bürgermeister bekam fast 13.000 Unterschriften für den Erhalt der Freizeiteinrichtung überreicht. Die sanierungsbedürftige Villa in Pankow wird seit 61 Tagen von den Rentnern besetzt. Die führen in Eigenregie das Kursangebot weiter. Schach, Skat, Sport, Englisch. Heute nahm die Bezirksverordnetenversammlung einen Antrag an, bis zum 20. September einen freien Träger für das Objekt zu suchen. Wir haben ganz häufig schon mit freien Trägern Gespräche geführt, immer wieder irgendwie mit der Volkssolidarität, auch mit anderen Trägern haben wir Gespräche geführt. Bis jetzt bestand kein Interesse, aber in den letzten Wochen irgendwie hat sich herausgestellt, gerade auch in der Presse, dass es doch Interesse gibt. Und jetzt freuen wir uns auf die Angebote, die da kommen werden. Ein knapper Zeitrahmen. Ein Antrag der Linkspartei, den Senioren bis dahin ein Bleiberecht zu gewähren, wurde von der BVV allerdings abgelehnt. Sehr zur Empörung der Senioren. Ich bin absolut entsetzt und die nächsten Wahlen kommen bestimmt. Die SPD braucht auf meine Stimme nicht mehr zählen. Diese eiskalten Politiker, die sind ja unmöglich. So sind wir jedenfalls im Osten nicht erzogen worden, so mit den Menschen umzugehen. Das sind alles junge Leute, die über uns, unsere Alten entscheiden. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Ich frage mich, wo die Würde des alten Menschen ist. Die älteren Herrschaften werden weiter die Nächte auf der Klappliege verbringen. In einem Haus ohne Telefonanschluss und wahrscheinlich auch ohne Heizung, denn der Keller ist abgeschlossen. Aber sie wollen nicht aufgeben. Es wird nicht so schnell still um die Stille Straße, auch wenn die betagten Besetzer heute Abend ganz still nach Hause gegangen sind.